Hi zusammen und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Heute machen wir die Gestaltung für den Monat Juni. Wie immer freue ich mich darauf, das ist für mich auch immer Entspannung pur. Ich hoffe, ihr könnt da auch immer ganz gut bei entspannen, wenn ich euch das hier zeige. Und ich versuche mich da jetzt ein bisschen sommerlich dran. Also ich versuche sommerlich zu gestalten, so. Aber auch nicht zu sehr, weil ich will mir halt auch für die richtigen Sommermonate noch ein bisschen was aufsparen. Und da ich jetzt nicht so viel Designpapier habe, habe ich jetzt da auch irgendwie leider nichts gefunden, was ich da verwenden könnte jetzt für die erste Seite. Deswegen habe ich jetzt mal meine Sticker ausgepackt und guck mal, ob ich da ein bisschen mit Stickern was verschönern kann. Das ist ja auch nur, sag ich mal, so ein bisschen... ein bisschen Bastelei, ein bisschen um runterzukommen. Das ist ja unbedingt für die Budgetplanung an sich ja nicht notwendig, aber ich mag es halt ganz gerne. Und dann schaue ich jetzt mal so ein bisschen mit Stickern, was ich da machen kann. Wie immer gibt es dann auch wieder einen Spruch des Monats, den ich dann aus meinem kleinen Kästchen da ziehe, was ich mal irgendwann vorbereitet hatte. Und mal sehen, wie es wird. Kann man ja vorher immer nicht so, ich mache das ja spontan. Ich habe natürlich wieder schon so ein bisschen was vorbereitet, damit es da nicht zu lange dauert, so ein bisschen Washi-Tape zurechtgelegt und die Sticker schon mal rausgesucht. Wenn ihr irgendeinen Lärm nebenbei hört, die Nachbarn nebenan scheinen irgendwie zu renovieren, das dann bitte einfach ignorieren, mache ich schon die ganze Woche. Aber... Was soll's? Ich meine, wo wir hier das Haus gekauft haben, wir haben auch viel Krach gemacht. Da mussten unsere Nachbarn auch leiden. Gerade als die Badezimmer neu gemacht wurden, die alle hier auf der Seite sind, wo es halt direkt, wo direkt das Nachbarhaus ist. Also die mussten mit uns damals auch einigen Renovierungskrach mitmachen. Von daher ist das schon so okay. Ja, mein Urlaub, der ist jetzt fast vorbei. Heute ist Donnerstag, wo ich das Video mache, wo ihr das Video seht. Und somit habe ich noch ein paar Tage, so ein bisschen Gnadenfrist noch, bis es dann wieder mit der Arbeit losgeht. Montag ist ja dann nochmal Feiertag. Und morgen gehe ich noch mit einer Freundin essen, morgen Abend. Da freue ich mich dann auch drauf. Und ich sag mal, alles in allem hatte ich eigentlich einen erholsamen Urlaub. Hatte mir natürlich auch wieder einiges vorgenommen, was ich ja dann auch geschafft habe. Unter anderem natürlich so diese Samstagsvideos für euch so als Zugabe irgendwo zu den generellen Videos. Da kommt ja jetzt übermorgen dann das Video mit den Anlagemöglichkeiten und nächste Woche Samstag dann das Video, wo ich mit euch zusammen ein bisschen hier ausmiste. Und so konnte ich natürlich auch, ich sag mal, so ein bisschen das Nützliche Videos für euch halt auch verbinden. Und das ist dann ja auch ganz gut. Zumindest habe ich dann so meine To-Do-Liste dann damit mit dem letzten Punkt dann abgehakt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte in meinem Urlaub, was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist nochmal den Hausflur putzen. Aber ich sag mal, das ist eine Sache, die ist dann, wenn man sich dann einmal dazu aufrafft, innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Das sollte dann noch drin sein. Genau, und dann nochmal ganz kurz für alle, die auch immer ganz lieb kommentieren und mir Tipps geben, was meine Katze, die Nala, betrifft. Ich blende euch hier auch mal ein Foto ein von ihr, das ist von gerade eben. Also an dem Foto seht ihr, ihr geht's gut, ihr seht ihren kahlen Bauch, der zuckersüß ist, wo ich übrigens entdeckt habe, dass man da ihre Narbe sieht von der Kastration, was total süß ist, weil das schon so lange her ist. Und die wurde dann jetzt quasi mit der Rasur für den Ultraschall freigelegt. Genau, und dann auf dem Foto seht ihr, sie ist ganz entspannt und ihr geht so gut. Es war jetzt auch ein Tag und eine Nacht Ruhe oder jetzt der Tag heute auch Ruhe. Also bisher gab es kein Erbrechen mehr. Es ist halt so ein Auf und Ab. Und ich möchte mich einfach bei euch bedanken für die ganz lieben Kommentare, dass ihr immer nachfragt, wie es der Nala geht, ob es denn schon besser ist und dass ihr mir ganz viele Tipps gebt. Auch was so die magenschonende Ernährung betrifft. Ich habe mir da schon jetzt ganz viel aufgeschrieben und wollte da mal was ausprobieren. Ich versuche es. Ich weiß aber, die Nala, die ist extrem mäkelig. Ich bedanke mich natürlich trotzdem für alle Tipps und das ist alles ganz super und ich werde es versuchen. Ich hoffe, sie nimmt es halt an. Weil sie ist so eine Katze, die isst jetzt noch nicht mal irgendwie mal Hackfleisch oder Gulasch oder sowas, weil da fahren ja normale Katzen, sage ich mal, voll drauf ab, wenn man sowas mal kocht, wenn dann mal was runterfällt.
Ne, und die gar nicht. Also die frisst lediglich ihr eines Katzenfutter schon seit Jahren, wo ich froh bin, eins gefunden zu haben, was sie dann noch anrührt, weil sie wurde aufgezogen damals in einer Familie, die haben ihr neben der Muttermilch, die sie bekommen hat, Lachs gegeben. Die haben halt Lachs in der Mikrowelle warm gemacht, dieser Tiefkühllachs, und haben das dann an die kleinen Kitten verfüttert. Und so waren die ersten 6 Wochen, wo sie bei der Mutter waren, wurden die halt neben Muttermilch noch zusätzlich mit Lachs zugefüttert, anstatt halt einfach normales Katzenfutter hinzustellen, um das dann mal zu probieren. Ja, und dann hatte ich alle Mühe, sie und ihren Bruder, der leider verstorben war, mit ja, fast 3 Jahren an einer angeborenen Herzkrankheit, von diesem Lachs wegzukriegen. Und versucht das mal gerade bei kleinen Kitten, die gerade mal 6 Wochen alt sind, die dürfen ja auch nicht, die müssen zunehmen, ne? Die sollen ja jetzt auch nicht abnehmen. Und ja, gerade ich als Fischliebhaber, ne, mach mal Lachs in der Mikrowelle warm. Ekelhaft. Die ganze Bude stinkt nach Fisch. Ja, so viel dazu. Und dann ging es dann rüber auf Thunfisch. Thunfisch ist aber auch nicht so das Gute. Und irgendwann habe ich dann, nachdem ich alle möglichen Futtersorten ausprobiert habe, mal eins gefunden, wobei sie dann jetzt letztendlich geblieben ist, was sie auch wirklich gerne frisst. Und das ist dieses Mia Mor milde Mahlzeit, Huhn und Lachs, genau. Und ja, ich werde es probieren. Ich hoffe, also ich habe mir ein paar Sorten rausgeschrieben von diesem extra magenschonenden Futter, was halt so einer Schonkost nahe kommt. Weil so, wenn ich jetzt selber was koche, Hähnchen oder so, sie nimmt es nicht. Macht sie partout nicht. Na, ich glaube, die wird dann lieber verhungern. Genau, und da sie jetzt eh dadurch durch diese ganze ja, Brecherei halt abgenommen hat, wäre das jetzt nicht noch förderlich, da jetzt noch eine Futterumstellung reinzuknallen. Und entweder nimmt sie es oder sie nimmt es halt nicht. Und sonst müssen wir halt weiter mit dem Tierarzt gucken. Vielleicht habe ich auch Glück und jetzt ist gut. Also drückt weiter die Daumen und nochmal vielen, vielen Dank für alle Kommentare. Ich werde es ausprobieren. Und ja, wer weiß, vielleicht hat sie sich geändert und nimmt dann doch mal was anderes. Keine Ahnung, wer weiß das schon. Genau, so viel dazu. Da wollte ich noch mal kurz ein Update geben, aber ich bin positiv und guter Dinge, weil es ihr so halt gut geht. Und ich denke, das werden wir in den Griff bekommen. Zur Not müssen wir halt noch mal zum Tierarzt und dann muss der sich was einfallen lassen. Vielleicht verträgt sie auch ihr Tyrannorm nicht mehr, das für die Schilddrüse, das Medikament, das soll wohl sehr aggressiv gegen den Magen sein. Ich weiß, es gibt Alternativen, die man ins Ohr schmiert, so eine Salbe, die schmiert man ins Ohr und dann wirkt das wohl auch. Weiß ich aber nicht, wie das da ist mit einer zweiten Katze. Die lecken sich ja auch gegenseitig mal ab. Und das ist halt, dieses Schilddrüsenmedikament ist halt auch irgendwo ein Teufelszeug. Ne? Also ich dürfte das ihr normalerweise auch nur mit Handschuhen geben. Ich dürfte auch eigentlich das Katzenklo nicht sauber machen ohne Handschuhe oder sowas, weil das halt, ja, meinen Körper theoretisch, wenn ich damit irgendwie in Kontakt komme, also das irgendwie mein Kreislaufgerät halt hormonell durcheinander bringen kann. Also gerade für Frauen im gebärfähigen Alter oder auch schwanger sind oder so, ist das wohl mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Da ich das aber nicht bin und da jetzt auch ja, nicht vorhabe zu sein, ist das für mich so in Ordnung, das ihr zu verabreichen, ohne mich davor in einen Kontaminationsanzug zu begeben. Okay, ja, wenn ihr jetzt ein bisschen Lust auf Entspannung habt, mir dabei zuzusehen, wie ich ja, meinen Juni gestalte, was dann hoffentlich ganz schön wird, dass ich da am Ende wieder stolz drauf bin, dann bleibt gerne dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir wechseln einmal in die gewohnte Ansicht und ich sage bis gleich, liebe Leute. So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo, ihr Lieben. Hi. Und nochmal herzlich willkommen hier zur Gestaltung für den Monat Juni mit Chaos auf dem Tisch. Das ist das, was ich jetzt einmal irgendwie vorab ja, schon mal rausgesucht habe. Und ja, da gucke ich gleich einfach mal. Ich werde mich bei der Gestaltung wieder so ungefähr an die vorigen Monate halten. Es ist zwar manchmal irgendwie ein bisschen gequetscht, aber das ist schon okay so. Eventuell werde ich hier so ein bisschen mehr Platz machen, irgendwie nach oben hin oder so, mal gucken. Aber bisher denke ich, ja, komme ich ganz gut klar. Es ist halt manchmal, ne, je nachdem, welche Ausgaben ich hier in den Spartöpfen habe, so ein bisschen gequetscht. Ne, aber ja, es gibt Schlimmeres.
Genau. Und ja, außerdem hatte ich ja schon in dem Titelbild, in dem Thumbnail angekündigt, dass eine Kategorie rausfliegen wird. Und zwar ist das hier die Kategorie Tattoo. Das hatte ich ja schon mal irgendwann mal erwähnt, dass ich die rausstreichen werde, weil ja, ich sag mal, da ist jetzt erstmal wirklich auf längere Zeit, denke ich mal, nichts geplant. Wenn ja, kann die Kategorie halt auch wieder rein. Ich habe natürlich immer mal was im Kopf, irgendwie tausend Sachen, die man machen könnte, aber für mich ist das, diese Kategorie Tattoo, nochmal ein größerer Luxus als der Luxusumschlag. Und ich wollte eigentlich einfach nur das, was ich angefangen hatte, zu Ende bringen. Das habe ich jetzt. Und das Geld ist jetzt erstmal einfach woanders besser aufgehoben. Ne? Zumal ich ja noch ein bisschen was mit meinem Kredit vorhab und alles. Und da ist es definitiv besser aufgehoben als in einem Tattoo-Umschlag. Und das, wie gesagt, Angefangene ist beendet, das war mir wichtig. Und alles andere, ja, kann man irgendwann mal machen. Das ist halt ein, ja, ein Luxus, den ich mir jetzt im Moment nicht unbedingt gönnen muss, sagen wir es mal so. Genau, und ja, so viel vorab. Ansonsten, wie gesagt, wird sich nicht viel ändern. Von dem Grundgerüst bleibt das alles so, wie es ist. Genau, dieses Gesamt, was ich hier unten mache, ich finde, das ist irgendwie, ja, obsolet. Keine Ahnung, das werde ich streichen, das bleibt weg, weil am Ende sieht man ja eh immer, ne, was hier rauskommt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie viel ich gesamt an Lebensmitteln ausgegeben habe, wenn ich ja hier hinterher sehe, wie viel ich von meinem gesetzten Budget übrig habe oder auch nicht, ob ich da ins Minus gegangen bin, so wie hier bei den Online-Einkäufen. Deswegen, das lasse ich weg. Das wird jetzt in der neuen nicht mehr kommen. Hier werde ich mal gucken, das wird wahrscheinlich einmal alles so ein bisschen nach oben rutschen. Einmal und ja. Ich denke, dann ist das alles so ein bisschen freier. Obwohl mir das so auch gut gefällt, aber das ist halt unnötig. Eigentlich brauche ich es nicht. Genau, und dann würde ich doch mal sagen, legen wir jetzt los mit der Gestaltung. Ich werde wieder ein bisschen spulen. Ich möchte euch das nicht antun, wenn ich da 5 Minuten mit einem Sticker kämpfe, dass ihr euch das in voller Länge antun müsst. Deswegen spule ich wieder, lege wieder ein bisschen Musik unter und ich hoffe, ihr könnt euch dabei genauso entspannen wie ich. Und dann sage ich mal, bis gleich. Ja, natürlich bleibt es nicht aus, dass wenn ich hier bastel, die Nala uns Hallo sagen möchte. Und vielleicht nutze ich die kurze Pause dann einmal dafür, dass wir den Spruch des Monats ziehen. Den werde ich dann nämlich gleich hier irgendwo mit reinschreiben. Und diesmal heißt der: Gib niemals auf, große Dinge brauchen Zeit und Geduld. Ja, Leute, mega passend. Mega passend für das ganze Sparen, für das Budgetieren, für all das, was man sich vornimmt, was man dafür erreichen möchte. Und selbst wenn man einfach nur ja, besser mit seinem Geld umgehen möchte und mit seinen Finanzen und gar nicht so die Not hat zu sparen, das gibt es ja auch, dann muss man auch da sich reinfuchsen erstmal in allem und daraus wird dann irgendwann mal was Großes und das braucht Zeit und Geduld. Wie vieles im Leben. Genau, und das werde ich hier einfach mal mit aufschreiben und werde natürlich die kleine Maus einmal schnell entfernen, wie immer. Ne? Und ich mag das in letzter Zeit unheimlich gerne, wenn ich ihr so den Bauch streiche, so die Brust und den Bauch.
Ich glaube, das tut ihr ganz gut. Sie fordert das dann auch immer ein. Auch abends im Bett kommt sie dann immer an und möchte das dann einmal eingefordert haben. Genau. So, und damit wir jetzt weiterkommen, verspreche ich dir, Nala, werde ich mich gleich ganz ausgiebig um dich kümmern. Und genau. So, und dann, genau, mache ich jetzt mal hier weiter und euch noch viel Entspannung. Also irgendwie fällt mir jetzt mit den Stickern hier auch nicht mehr ein, weil ich könnte jetzt natürlich alles hier voll machen mit Stickern, die irgendwie zum Frühling oder zum Sommer passen. Aber irgendwie sieht das doch dann auch doof aus, oder? Ich weiß halt nicht, weil ich habe jetzt echt irgendwie kein Designpapier oder irgendwas, was ich da hinmachen könnte. Für den Juli hab ich was da, da fällt mir auch wieder was ein. Aber so jetzt für den Juni. Irgendwie noch nicht so wirklich. Ich meine, ich finde das hier sehr schön. Das benutze ich immer so für mein Journaling, diese Sticker hier. Aber ja, die klebe ich halt so zwischen Texten hin und so. Da sieht das dann nicht so überladen aus. Na, ich hätte jetzt gerne für hier nochmal irgendwie ein Designpapier oder so. Weil, ja. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt erstmal so, weil ich finde, gerade wenn man so eine Gestaltungsseite hat, ja, das gibt halt, ne, ist halt einfach so, ist das halt ein bisschen schicker als das jetzt hier. Aber egal, es bleibt jetzt erstmal so. Genau, wir machen jetzt mal weiter. Vielleicht fällt mir auch hier noch was ein irgendwie. Oder ich gehe wirklich nochmal irgendwie bei Teddy vorbei und hole mir nochmal so Designpapier, was so ein bisschen sommerlicher auch ist, weil ich habe das meiste Designpapier ist so vom Stil her, geht das so eher so in den Herbst, Winter rein, weil ich das auch zu der Zeit gekauft habe, wahrscheinlich genau deswegen. Da hatten die dann nur sowas da. Und ja, mal gucken, vielleicht gehe ich da die Tage mal rein oder so. Vielleicht auch nicht. Und dann würde ich das hier nochmal ergänzen. Schauen wir mal. Genau. Ja, naja. Ich war schon mal zufriedener. Okay, ich mache dann jetzt mal weiter hier mit der zweiten Seite. Und da geht es dann ganz normal weiter wie sonst auch. So, und da hätten wir jetzt schon mal die erste Seite fertig. Wie, oder die ersten zwei, anderthalb. Hier ist ja irgendwie, keine Ahnung. Wie ihr wisst, trage ich die Zahlen und alles ja erst bei der Budgetplanung ein. Na? Das heißt, die ist meistens immer dann, kurz bevor es Gehalt gibt, hoffentlich immer dann, wenn ich eine Gehaltsabrechnung schon habe. Manchmal, muss ich hier auch ein bisschen raten, damit ich dann die Budgetplanung auch pünktlich für euch ja, zeigen kann. Genau, und deswegen, also Zahlen erst bei der Budgetplanung dann. Jetzt geht es hier wirklich erstmal um die reine Gestaltung. Und jetzt ist mir doch gerade ein Einfall gekommen. Ich könnte doch hier einfach dieses Washi hinkleben. Dann hätte ich da noch mal ein bisschen Platz. Und dann den Spruch einfach darunter. Mache ich den hier wieder weg und schreibe den hier.
Wenn ich jetzt so eine schöne Schnörkelschrift hätte, könnte man den hier so richtig schnörkelig hinschreiben. Habe ich aber nicht. Deswegen schreibe ich den normal. Gefällt mir jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Ganz kurz nur, falls ihr irgendwas hier schön findet, was die Sticker oder so betrifft, oder die Washis oder sowas, das habe ich immer alles unter de oder in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr da gerne was haben wollt, dann gerne einmal dort gucken, weil ich sag mal gerade die hier, diese kleinen Heftchen, die finde ich total cool. Die Sticker sind auch richtig toll. Benutze ich aber, wie gesagt, eigentlich nicht hierfür. Hier hatte ich das jetzt nur mal genommen, weil ich jetzt keine Idee hatte, weil ich kein Designpapier habe, sondern die benutze ich eigentlich immer nur fürs Journaling. Genau. Okay, wir machen mal weiter. Jetzt geht es an die Spartöpfe. Also irgendwie sieht man ja, dass eine schöne Handschrift tatsächlich tagesformabhängig ist. Weil wenn ich das mal so vergleiche, wie ich hier geschrieben habe und wie ich hier schreibe. Ich bin heute so ein bisschen, es ist sehr warm heute wieder. Ich bin heute so ein bisschen noch so ein bisschen zitterig, sage ich mal. Na, man sieht das, finde ich, volle Kanne, dass hier die Schrift einfach viel gleichmäßiger war als hier jetzt heute. Ja, aber okay, so ist das. Ist mir nur gerade aufgefallen, wollte ich euch mitteilen. Wir machen mal weiter mit der letzten Seite. Okay, ja, jetzt habt ihr gesehen, ich habe hier jetzt doch was verändert. Ich habe dem jetzt hier mal mehr Platz gegeben, weil theoretisch könnte ich ja auch später mal, ich hatte ja immer mal gesagt, dass die Kategorie Vorratseinkäufe bei mir eigentlich schon fast eine variable Kategorie ist, weil ich da wahrscheinlich ja jeden Monat immer wieder Geld ja, rausnehme. Also das. Ich weiß nicht, das ist eigentlich, weil ich habe es ja hier als Spartopf. Ich glaube aber nicht, dass ich da mal großartig ansparen werde. Vielleicht wäre da die Überlegung, die Vorratskäufe hier rauszunehmen und die dann hier mit reinzupacken, die Spartöpfe hier rüber und hier die Vorratskäufe reinpacken. Weil dann hätte ich die auch als variable Kategorie und ich glaube, da wäre die wahrscheinlich echt besser aufgehoben als hier in den Spartöpfen. Hätte ich mir vorher überlegen können. Ja, weil ich habe jetzt die Vorratskäufe jetzt nicht so ausgedruckt hier. Vielleicht einfach doch, ich glaube, das mache ich dann vielleicht nächsten Monat oder so, mal gucken. Ja, weil dann kann das hier rüber wandern und hier die Vorratskäufe. Irgendwie will ich das jetzt so haben.
Guck mal, ob ich das noch mal unbeschadet abkriege. Ja, hat geklappt. Dann drucke ich das doch beim nächsten Mal einfach aus. Dann muss das jetzt so bleiben, was ich gar nicht mal so schlimm finde. Genau, weil dann habe ich das nämlich so jetzt auch. Und dann fliegen die hier raus, die Vorratskäufe. Und dann kann ich die nämlich... Dann einfach, weil da geht ja eh jeden Monat, habe ich da jetzt bisher 50 Euro immer reingepackt. Und eigentlich finde ich, ist das mehr variabel. Und sollte ich da mal nichts ausgeben oder so, kann ich das ja handhaben wie mit meinem Taschengeld. Dann nehme ich einfach das Geld in den nächsten Monat mit oder was auch immer. Das kann ich ja dann überlegen, was ich damit mache. Aber ich glaube, hier in den Variablen ist es besser aufgehoben. Ja, genau. Und dann habe ich das jetzt. Ja, weiß ich nicht. Hier lassen wir dann einfach die Lücke. Oder ich mache die... Habe ich nochmal so eine Tippex-Maus hier irgendwo in der Nähe? Obwohl, ich könnte einmal alles hochrücken. Ich lasse die Lücke jetzt. Ist egal. Das lassen wir jetzt so. So, jetzt sind wir aber hier mit der Tabelle noch nicht ganz fertig, ne? Da mache ich dann eben nochmal die Linien. Und mal wieder bin ich sehr froh, dass man den Stift radieren kann. Sonst wäre das hier, glaube ich, jedes Mal ein Desaster. Aber okay. Ja, liebe Leute, ich bin fertig. Ich habe jetzt hier ein bisschen was eingespart an Platz. Die Vorratskäufe hier mit reingebracht, ist, glaube ich, echt die beste Lösung. Da kann ich direkt, ich habe ja viele verschiedene, oder ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Fächer in meinem Portemonnaie. Da kann ich dann direkt am Anfang des Monats Taschengeld reinpacken und die Vorratskäufe reinpacken, getrennt voneinander, so wie ich das ja jetzt auch habe. Weil in dem Umschlag Vorratskäufe ist eigentlich nichts drin, weil das habe ich dann immer bei mir. Wenn ich dann einkaufen bin, dass ich das dann ja direkt halt habe. Ne? Von daher denke ich, ist das wirklich eine gute Idee. Und ja, dadurch, dass jetzt hier ein bisschen ja, Platz gespart wurde, konnte ich dann auch das eigentlich ganz gut unterbringen. Genau, okay. Dann, ja, hier brauche ich eigentlich die Linien gar nicht bei den Spartöpfen. Ne? Weil da trage ich ja nur die Ausgaben ein. So, super. Ja, und beim nächsten Mal drucke ich das dann auch mit aus. Dann habe ich das auch hier so ordentlich wie da. Und dann somit die Kategorie weniger. Genau, die kommt dann auch aus dem Bein da wieder raus. Weil das Geld geht dann einfach direkt morgens, sage ich schon. Nicht morgens, sondern beim Cash-Stuffing dann direkt ins Portemonnaie. Super, okay. Dann, liebe Leute... Hoffe ich. Es hat euch Spaß gemacht. Heute war es ein bisschen durcheinander irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oder kam mir nur so vor. Wahrscheinlich, weil ich die erste Seite erst nicht so hingekriegt habe. Aber so finde ich es in Ordnung. Ich hatte schönere. Ja, die war schön. Oder die war schön. Ja, aber es ist auch okay. Alles gut. Ich freue mich auf die Budgetplanung, wenn es dann... wieder Geld gibt, was ja, glaube ich, auch schon wieder nächste Woche der Fall ist. Ne, übernächste Woche, ne? Ich bin schon zu früh. Wir haben heute erst den 16. Genau. Und ja, dann vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hatte meinen Spaß. Und dann sage ich bis hoffentlich Samstag oder Sonntag und oder Sonntag, je nachdem, wie ihr Zeit habt, wie ihr Lust habt. Freut mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, alles Gute, liebe Leute. Ciao.